Heute, was geht ab, Leute? Hong hier mit einer neuen Folge von Hong Reacts zu den alten Folgen, zu der ersten Staffel. Das ist unser erstes Mal, oder mein erstes Mal, in dem Nest, und zwar der Ostpark Bisasam-Nest. Labern wir nicht lang herum. Los geht's. Damals noch mit dem Pokémon-Liedern am Anfang. Ein paar von denen sind echt gut eigentlich. Was ich kann. So, Bisasam Nest, Ostpark. Ihr wisst, ich war schon oft im Ostpark. Und echt cool, dass Ostpark das erste Nest ist mit dem Video. Damals gab es noch keine Nestwechsel. Oh mein Gott, Moment. Die mir erzählt von irgendeiner Arena. Mach mal ein bisschen lauter für euch. 1999, Aquana, Garados, Aquana, Garados, Aquana, Akami. Und du kannst ihn noch weiter. Nein, kannst du nicht. Also da Level 10 ist Maximum. Und ich lass dich hier raus. Nein, Mann. Ich glaube, da kann man mehr als 10 Pokémon. Nee, kann man nicht. 10 ist das Maximum. Damals wusste man das natürlich nicht, weil eine Level 10 Arena ist so selten. Was man damals auch nicht wusste, man konnte, also ich und Tati hätten zwei blaue rauskicken können und die Jungs hätten sich die ganze Zeit wieder reintrainieren können. Nennt sich Shaven. Wusste man natürlich am Anfang nicht. Es war schon selten genug, eine 10er Arena zu sehen. Vielleicht mache ich nochmal ein Video zum alten Arena-System irgendwann mal. Aber ja, jetzt erstmal zu dem Bisasam. Vasili hat Probleme. Dimi auch gleich. Sie werdet ihr gleich sehen. Ich bin weggelaufen! Leute, leide dich, Vasili, also, leide dich! Ich habe eine Bede geworfen. Ich habe auch einen Bären. Er schmeißt halt öfters Berge. Wieso geizt du so rum mit dem Bären? Das ist diesmal. Waren Bären damals so selten? Ich kann mich gar nicht erinnern. Das vorne ist direkt am Ding an. Das ist der Bisasam. Platz 1? Oh mein Gott, Mann. Oh mein Gott. Okay, ich sicher, wirf einen Bären, der läuft. Leidet doch nicht. Der ist richtig rot, Mann. Also ich bin aggressive for life, Mann. Aggressive for life. Also ich geb dir noch Ranken hinterher, Mann. Oh mein Gott, leider nicht, Jimmy. Leider. Mein Gott. Wie Bisasam so Schwierigkeiten bereitet. Oh mein Gott, Mann. Oh, der hat bestimmt gute Ives an. Nein, das ist perfekt. Ivy heißt das, Mann. Du sagst auch nicht okay. Also du sagst okay und nicht Ox. Das gibt's doch nicht, Mann. Also Ox. Oder K.O. und nicht Ko. Jetzt musst du drinbleiben. Wirf danach wieder in den Berg. Das ist auch TV und nicht TV. Deswegen sagst du auch Ivy und nicht Ives. Wir lassen das gleich mal bewerten. Ja, ja, Dimi hat's geschafft. Hey. Okay, Alter, das ist ein paar Schritte. Schade. Ja. Was auch sonst? Meine was auch sonst? Noch mal eins auf dem Radar. Ja, ich sag doch. Ja. Ach, kein Wunder. Das ist ja auch ein Nest. Wäre kein gutes Nest, wenn da keiner mehr auf dem Radar wäre. Okay, ich würde sagen, wir gehen ein paar Bisasams fahren, dann pushen wir die Arena. Ja. Und kicken die Rote dahin. Danke fürs Fahren. Danke fürs Fahren. Jo. Los geht's, Folge 3. Los geht's. Yay! Ich komme gleich am Anfang, treffen wir eine besondere Person. Und zwar ist das der Martin Spielt. Der hatte früher auch einen Channel, oder hat ihn immer noch, aber macht kein Pokémon Go mehr. Obwohl es echt gut bei ihm lief. Vor allem am Anfang hat er direkt angefangen, direkt die ganzen Klicks und Hype abgestaubt. Und aus dem Nichts hat er aufgehört, es lief eigentlich echt gut mit seinem Channel. Und damals habe ich die Videos gedreht. Ich wusste noch nicht mal, wo ich das hinpacken soll. Ich habe den Channel hier noch nicht mal aufgemacht. Habe überlegt, soll ich einen neuen Channel aufmachen und die Videos da drauf packen oder das mit auf den Yu-Gi-Oh! Channel packen. Und ja, wir haben den neuen Channel aufgemacht und es läuft.
Ja, wie gesagt, Martin spielt. Gute Videos gemacht. Es lief eigentlich ganz gut. Jetzt zockt er irgendwelche Games. Und ja, läuft eigentlich nicht mehr so gut. Wurde mir vor kurzem mal irgendwie wieder vorgeschlagen, seine Videos. Habe ich angeschaut, war ganz cool. Vor allem, weil er halt auch aus München kommt. So ist es. Ja, und da ist er. Hi. Da ist er. Der Martin. Der Martin. Wie ist denn schon? Ich heiße Martin. Heißt du? Ich heiße Hong. Ah, ich heiße Hong, ja. Ich heiße Martin. Ich kenne dich, glaube ich, so. Ja? Ja. Ich habe dich gesehen, ja. Also, wir haben einen anderen Channel und jetzt wollen wir halt auch noch Pokémon machen. Genau, das wollen wir machen. Also, den Pokémon-Channel gibt's sozusagen noch gar nicht. Ah, den gibt's doch gar nicht. Wir haben mal in den Ostpark gekommen, weil... Angeblich ist es so angeblich, ja. So ist es. Ich so ist es. Und gleich drei Stück. Ja. Ja. Wir haben auch gerade eins gefangen, gleich am Morgen. Ja, das ja. Ganz gut aus. Mir fällt gerade auf. Dann. Warte. Ja, ja. Und viel Erfolg mit dem Channel. Danke. Ciao. Danke, Martin. Wir haben Erfolg mit dem Channel. Wer hätte das damals gedacht? An dieser Sammlung. Auf jeden Fall, was wollt ihr sagen? Ich habe einen YouTube-Freund gefunden. Mir ist gerade aufgefallen. Ja, macht er auch Pokémon. Bis, ja. Dieser bis zu dieser Folge? Ich habe seinen Channel sogar, schon gesehen. War schon. Warte. War okay. Relativ stabil. Ein paar tausend Views hat er schon. Bis zu dieser Folge? Wusstet ihr noch gar nicht, wie ich aussehe? Es sei denn, ihr habt den Yu-Gi-Oh!-Channel geschaut. Aber schon wieder, was ist da los, Mann? Auf dem Pokémon-Channel habe ich mich noch gar nicht gezeigt. Das ist echt effektiv, Mann. Ich muss mich anstrengen, der ist krass. Oh mein Gott, ist der Same effektiv gegen Dimi oder was? Dieser Same ist halt egal, ob schwach oder nicht, der hat immer irgendwie direkt einen Orange. Oh mein Gott, er ist über den Ball gesprungen. Oh mein Gott, leider doch nicht, Dimi. Wir bleiben schon am Haus. Ja, die Liu kriegt hier sicherlich sehr. Okay, ich hab's. Ja. Also das kann man gleich wegschicken, weil die Ives sind schlecht. Die Ives? Meint ihr die Ives? Also ich glaube, ihr meint die Ives. Bisschen zu laut. Bisschen zu laut, habe ich das mal eingeblendet. Okay. Dieser Sound dafür. Yes. Oh yes. Oh mein Gott, Mann. Das ist ja gefährlich. Es ist so groß. Wie können wir so viel, so große Probleme mit Bisasam haben? Ich glaube, jedes, das wir antippen, macht irgendwie Faxen. Jetzt gleich mal einen Superball mit Klasse. Schauen wir mal, ob es drin bleibt. Okay, bis jetzt. Oh mein Gott, das ist gut. Ja, was? Alter! Oh mein Gott! Ich muss mal gleich mal einen Superball. Wie die Bisasam uns leiden lassen. Oder besser gesagt, Dimi. Bei mir lief es, glaube ich, ganz okay. Oh, ne? Auch nicht. Oh ey, mein diese, Gott. Diese Sams sind endlich gefahren, Mann. Ja. Aggressiv. Die sind richtig aggressiv. Die sind echt aggressiv. Alle. Immer roter Kreis. Zum Glück hab ich's. Yay! Wenigstens habe ich ihn. Hauptsache, ich habe ihn. Oh, und da seht ihr mich in der Reflektierung. Aber sonst habt ihr mein Gesicht bis dahin nicht gesehen. Die sind schon. Ich hab auch Probleme zu fahren. Nur Team Gelb nicht. Okay, dein ist doch scheiße, Mann. Okay, Alter. Okay, weil ich sehe schon heute, wer viele Bälle verschwendet. Ja, ich werde danach sie nicht gucken, dass ich heute beim Joggen mein Handy mitnehme. Boah, Alter. Ey, das ist zu krass. Also, für, das hat doch nicht mal die seltenste Seltenheit schon. Ich finde, das bricht immer aus dem Ball raus. Was für eine Seltenheitsstufe, Mann. Wovon laberst du schon wieder, Vasili? Schon das dritte Mal mit Großartig. Ja, endlich. Schau, wie weiter geht's, Mann, weiter geht's. Ich höre schon diesen Ton. Ja, hätte ich noch gehofft, Alter. Ja, sei mal frisch, verdammt. Ich hoffe, es ist ein perfekter Eis, Mann. Ein Wies? Oh, ein Ei. Was wird denn Super Treffer zu der Hauptsee? Ja, wenn es ein Zweier ist. Oh. Ah, cool. Du hast schon Bomben gemacht, gell? Nein, aber ich kann es jetzt machen. 53 Bonbons. 53? Willst du? Nein, ich will noch nicht. Ich warte nur. Für die Kamera jetzt schon. Fangs ist so ist es nämlich. Für die Kamera kann man schon machen. Es ist gerade erst gekommen. Ich glaube nicht, dass es jetzt nicht kommt. Ich Alter, schon wieder Probleme. Ja. Wieso haben echt nur Probleme?
großartig. Endlich mal. Die mir nicht am Leiden. Die mir der Erfinder des Leidens. Okay, jetzt kommt Drago rein. Das wird auch kein Problem mehr. Ja. Ja, mit Labras nicht. Kassiert ihr das mit schönem Blizzard hier? Bei mir Hyperstrahl. Der ist tot. Okay, das war saftig. Okay, der Blizzard das kommt mit richtig harter Verzögerung. Ja. Direkt auf Null gegangen, die Arena. Setzt du rein? Garabos. Im Ostpark eine Arena zu machen ist natürlich nicht so schlau. Mhm. Weil viele Leute kommen und gehen. Aber okay. Fitness im Ostpark. Aha. Trigger Arena. Ostpark übrigens. Ein Park mit sehr vielen X-Ray-Arenen. Was wir damals natürlich nicht wussten. Gab's ja damals natürlich nicht, aber ein Jahr später. Ne, eineinhalb Jahre später. Ostpark. Eins, zwei. Amphitheater. Fruity Mural. Fitness, Schmetterling, so. Alles X-Ray da gehen. Vasil hat sich leider entschlossen zu essen. Wir werden es natürlich nicht unter die Nase lassen. So, auf dem Weg, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier wieder hoch und dann links. Vielleicht kommt da noch eins, weil es ist noch eins auf dem Radar. Mhm. Ist immer und, eins im Radar, Mann. Das ist ein Nest. Gutes, großes Nest. Ja. Schauen wir mal, ob es noch jemand im Alleingang. Er hat keinen Bock mehr auf seinen Partner. Weißt du, leider richtig unzuverlässig. Ich hoffe, dass Tati zu Team Blau konvertieren kann. Nein, kann er nicht. Aber damals gab es auch Gerüchte, dass man Team wechseln kann. Aber natürlich geht das nicht. Oder aber, so ist es. Ja. So, schauen wir mal. Jetzt bis jetzt. Bisschen wenig Action immer noch. Aber keine Angst, die Action steigert sich, Leute. In den nächsten paar Videos. Hier ist auf jeden Fall ein guter Spot. Es hat nur 13. Das heißt, instant Bonbonfutter. Die sind alle okay, Bonbonfutter. Ich würde sagen, wir bleiben echt auf der Strecke hier. Was? Früher gab es einen Bug. Da kommen auch Spieler. Hin und her gehen. Also echt nur Spieler überall damals so. Haben das ein paar Stunden. Früher gab es einen Bug. Am Anfang des Pokédex, also die Pokémon, die am Anfang des Pokédex kommen, haben generell schlechtere IV und wie weiter hinten im Pokédex, desto höher war die IV. Oida! War's das schon? Ja, das war's auch schon mit der Folge. Ich erzähle noch meine Theorie zu Ende. Also es war keine Theorie, das war bestätigt und ein Bug. Je weiter hinten, desto höher die IVs. Dementsprechend gab es so viele 100er Dratini wild. Ich glaube, die Leute am Bordeaux-Platz haben 200, 300er aus den Modulen gefangen. Und ja, die Starter waren sehr schlecht. Die IVs waren sehr schlecht von den Startern. Aber das war's. Unser erstes Nest, Bisasam, hat uns leiden lassen. Aber wir uns leiden hat lassen. Und Martin spielt getroffen. Wie gesagt, damals hatte ich den Channel noch nicht mal und bei ihm ging es ab und aus dem Nichts hat aufgehört, während es bei uns jetzt momentan erst richtig losgeht. Das war's von mir. Checkt gerne, wie es ab. Checkt das Video von gestern ab. 2 Jahre, Top 10 Momente oder Top 10 Videos aus den 2 Jahren. Und ansonsten natürlich wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt gerne, wie es ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Neue Preise, neuer Shop lohnt sich. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.